Schönen guten Tag. Wir bitten um Sie um Unterstützung für ein Buchprojekt mit einem Obdachlosen. Und zwar wollen wir die Biografie und auch kritische, gesellschaftskritische und politische Aufsätze verfassen. Wir haben dafür gewonnen Günter Wallraff, der ein Vorwort schreiben wird für dieses Buch, eine Biografie eines Obdachlosen, der über 30 Jahre auf der Straße ist. Und wir stehen hier vor dem Johanneshaus. Hier war der Obdachlose Richard Brox auch mehrfach drin. Er kennt ganz Deutschland und wir finden seine Lebensgeschichte so interessant, dass wir dafür für die Recherchekosten, aber auch für Redigieren und andere Tätigkeiten, für Reisekosten, wir müssen noch recherchieren, wollen wir diese interessante Lebensgeschichte als Buch veröffentlichen. Und da bitten wir dringend um Ihre Spenden, weil wir da auch erhebliche Vorkosten haben. Wir heißt der Verein Kunsthilf geben für Arme und Wohnungslose in Köln e.V. Vielen Dank. Seit dem Jahre 2011 befassen Sie sich mit der Armutsbekämpfung in der Stadt Köln. Wie sind Sie dazu gekommen? Also es ist keine Bekämpfung der Armut, sondern wir haben einfach gesagt, wir wollen eine Initiative starten, Kunst hilft geben. Das heißt, wir wollen was für arme Leute tun, aber ob wir damit die Armut richtig bekämpfen, da müsste man eigentlich noch viel mehr Geldmittel haben.